Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Diablo 3. Wir sind Nerf aus Gaming. Spidey und Dean, Phil hat uns leider erstmal verlassen müssen, weil er müde ist. Mann, so, wir sind Stress, bei den Schlafen gehen. Wir sind bei der Wasserstraße, jetzt hinterm Wasserfall. Wir haben gerade im Osten und im Westen die Tore geöffnet. Und weiter geht's. Ist der Wasserfall weg und jetzt können wir da in irgendeinem Geheimen. Überflutet. Da ist ein Skelett drin. Ich sehe schon kommen. Wo? In dem Fass. Da war es wackelt hey. Zumindest. Noch nicht aufmachen, Mann. Es geht nicht zum Aufmachen, ich hab's ja gerade probiert. Wenn ihr tot seid, sagt es einfach. Ihr da draußen, seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Oder klatscht einfach. Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden. Und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Hätten das wieder unser nächster Begleiter so schmiedartig, dass wir Juwelen herstellen können? Der Juwelier ist es dann, ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es... Das ist ein seltsamer Name. Aber auch, dass er das ist. Findet ihr? Mir gefällt er ganz gut. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Es war ohnehin leichtsinnig, hierher zu kommen. Wie konntet ihr so lange überleben? Den wollte mein Game. Schön, ja, mein Game lag. Warte mal, ich muss mal einmal kurz in die Stadt. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich warte hier. So. Noch mal. Was für ein faszinierender. Komm da nicht durch. Ohne Scheiß. Schaut euch nur all diese wo nicht durch. Architektur an. Oder bin ich jetzt ganz woanders? Du bist die falsche Ebene wahrscheinlich. Geh so in Stadt und port dich zu mir, falls du irgendwo. Jetzt bist du richtig. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Ach so, wir sind das weiter. Das sieht genauso aus wie davor, Alter. Ja, ich dachte schon, ich bin hier verflucht und komme nicht hier durch die Wand, Alter. Ich wundere mich schon, hä? Sag das doch, du Arsch. Ja, kannst du auch auf der Minimap sehen, wenn das Symbol blau ist, wo der Durchgang ist, dann ist es eine Ebene zurück. Frage mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Gavin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Doch eher Hakan. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Irgendwie ist der Typ mir sympathisch. großer Heiltrank, das werde ich brauchen. 1000 Leben sofort. Wisst ihr, eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte eine Menge Zeit, in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen unbequem war es schon. Das geht noch nicht. Tja. Ein wunderbarer Mensch, der junge Gavin. So schaut drüber, hier geht's wirklich weiter. Barrikade war das. Er hat sich kaum je beschwert. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Wisst ihr überhaupt, wo es lang geht? Wir wandern nun schon seit einer Weile umher. Nicht, dass ich mir etwas aufmachen würde. Ich gehe gerne wandern. Warte, da steht was unter... Achso, das sind die Kleinen.
vor. Kevin, der Jeep. Kevin, er könnte verflucht sein. Oh je. Ich habe ihn gewarnt. Beide um mein Life. Hebt ihn auf. Hebt ihn auf. Mein Life oder dein Life? Dein Life, ja. Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Chaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Hui. Ich suche schon seit langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise... Gut, aber lasst uns... Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden? Hier in den Aquädukten? Ihr beliebt zu scherzen. Ja, macht das Pfeffern. Uralter Pfad. Uralter Pfad gefunden. Wir sind uns ähnlich. Ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe. Dü. Gut, dann gucken wir mal, was der... Hier haben wir unsere drei Begleiter. Ah, linke Seite ist der Julian. Mal gucken. Hui. Wo ist er? Ah. Erstellen. Oh, den kam auch Level. Oh, 5000. Hammer. Auf keinen Fall. Benötigte Materialien, Edelsteine, drei Stück. Okay, also damit kann man die höher machen. Den Rubin bräuchte ich, ja. Der Rubin, wenn du so rote Rubine findest, give me. Nein, ich behalte meine. Ja, wieso? Ich brauche, dass ich das. Ich hab drei rote, Mann. Mir geht's darum. Ja, nee, sammel. Du musst die erstmal sammeln. Die Stärke. Was ja, denn? Aber du musst die erstmal sammeln. Weil du machst die doch dann größer. Beim Juwelier kannst du die größer machen. Weil später kriegst du ganz große. Und mit denen kannst du erst richtig was anfangen. Jo. Ja, ein Pistinger brauchen wir nicht. Und gehen wir mal zum größer weiter, machen. Verkaufen können wir dann eh später. Nee, ich will jetzt verkaufen. Von mir aus. Jetzt habe ich 18.000 Gold mehr. So, das für Phil stecke ich jetzt auf meine Bank. Das gehe ich so schnell verkaufen. Dann lass uns kurz einen Cut machen und dann geht's auch weiter. Sicher gibt es mehr Käufer in der Stadt. Aber mir gefällt es hier oben. Bessere Aussicht und keine lästigen Wachen. Geht's auch schon weiter wieder mit dem nächsten Part.